Fernglas oder Monokular, was ist die bessere Variante? Wenn dich das interessiert, wenn du eine Antwort darauf willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossner vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Fernglas oder Monokular, was ist die bessere Wahl? Und alles hat Vor- und Nachteile, alles hat seine Berechtigung. Du musst nur wissen, was du damit tun willst. Und genau das ist der Punkt. Das hier ist ein Monokular 8x25 Nature Track Hawk. Das ist meine Wahl für, und da komme ich jetzt gleich dazu, in der Bewegung. Das heißt, wenn wir wandern gehen, wenn wir einen Orientierungskurs machen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir einen Bugout-Kurs machen oder sonstige Dinge, dann ist das die richtige Wahl. Warum? Das kann ich locker einstecken, es hat kein Gewicht, es ist klein kompakt in der Tasche und fällt nicht so stark auf wie das hier. Der Steiner zum Beispiel, ne? 8x25. Ich gebe da den Link zu beiden Produkten da nach unten. Obwohl das eh schon sauleicht ist, hängt sich das trotz alledem an. Gut, ich kann jetzt ganz schnell nach vorn schauen, zum Beispiel beim Wandern, und sagen, okay, ist das jetzt genau das? Ah ja, das schaut eh genauso aus. Ja, cool, wunderbar, zack, bumm, gehen wir weiter. Für das sind diese Teile hier super. Das ist das Nature Track von Hawk, meine Wahl für das. Aber wenn ich jetzt irgendwo hingehe und zum Beispiel Vögel beobachte oder auf Jagd, ja, für einen Jäger oder eine Jägerin, ist das hier keine Option. Oder für jemanden, der Greifvogel-Screening macht, ja, zum Beispiel Greifvogel-Screening, du sitzt den ganzen Tag an einer Position und schaust nach oben und sagst, hey, ja, schau, da drüben, da sind die Rotmilane, fliegen da die Rotmilane, ah! Dann wirst du nicht mit so einem kleinen Hosengaxi da herumgehen, das hat einfach keinen Sinn. Du hast hier, du kannst mit beiden Augen durchschauen, dadurch ist es viel unanstrengend, es ist viel einfacher, es ist viel augenschonender, das hier zu beobachten, das ist das eine. Und das andere ist, du hast ein viel größeres Sichtfeld. Du musst bedenken, beide haben achtfache Vergrößerung. Wenn ich da durchschaue, sehe ich nur einen Teil und da sehe ich zweimal die Teile. Ja? Der ist 30 und das ist 25. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. Aber ich sehe da einfach viel, viel mehr im Gelände, habe einen viel größeren Geländeausschnitt, den ich beobachten kann, als hier. Eindeutig, eindeutig. Das kann auch gar nicht anders sein. Es ist halt so. Was soll ich tun? Und da sehen wir jetzt schon den Unterschied. Wenn ich etwas brauche, wo es darauf ankommt, dass ich lang beobachte, dass ich wirklich einfach und Langzeit und dann werde ich eher zu so etwas hier greifen. Wenn ich unterwegs bin und schneller mal was nur kurz anschauen will, zum Beispiel beim Orientieren, wir gehen Querfeld ein und wollen da nach oben schauen und sagen, okay, wo können wir da, das ist eine Felswand da oben, da sind Felsen drinnen, wo können wir da durch, dann kann ich schon einmal raufschauen. Das mache ich ein paar Minuten, dann packen wir es wieder ein und gehen weiter. Ja? Mir ist natürlich bewusst, dass es auch Monokulare gibt, in der Jagd oder zum Beispiel beim Vogelbeobachten, die so groß sind und so fett und die haben auch wieder einen anderen Hintergrund. Die will ich auch nicht herumtragen, da will ich auch nicht marschieren damit. Da geht es dann darum, ganz genau das Vogel, jede Feder zu sehen oder beim Rehbock oder beim Hirsch genau zu schauen, und wie sind die Perlen da und wie sind... ganz was anderes. Ja? Wir sprechen hier eben von entweder das hier, also mobil sozusagen, ja. Du hast immer die Wahl, Monokular oder Bicolar. Ich sage, wenn ich unterwegs bin und nur schnell was schauen will, ohne dass ich einen großen Anspruch habe, nehme ich das hier. Und wenn ich mich irgendwo hinsetze und länger beobachte und zum Beispiel auch beim Wandern, also wir haben eine Tour gemacht und da waren wir dann eine Stunde da oben am Gipfel und haben runtergeschaut, da habe ich auch nicht das Monokular gehabt, sondern das hier, weil ich mir einfach alles anschauen wollte. Ja, ich habe halt einen Knall. Ich hoffe, du hast eine Idee, wie das zu verstehen ist. Und eines noch, weil ich auch immer wieder höre, die Qualität, die Bildqualität von Monokularen ist deutlich schlechter als von Bicolar. Und da sage ich, nein, stimmt nicht. Das kommt darauf an, was du kaufst. Wenn du dir das billigste Monokular kaufst um 5,29 € beim Amazon, dann ja, da kann ich gleich durch einen geschliffenen Aschenbecher schauen. Ja, wirklich. Ja. Und ich habe einige davon, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ich aber mir ein Monokular von der Firma Zeiss kaufe, gut, dann lege ich auch 300 € am Tisch. Aber dann schaue ich halt nur durch ein Rohr durch. Aber das ist dann auch mit Toleranzschärfe, super Licht, bibabo. Aber ich habe 300 € dafür zahlt. Ne? Also es liegt nicht an der, dass das nur ein Teil ist, das ist nicht relevant, sondern ist das gut vergütet, wie sind die Optiken, wie ist das Ganze aufgebaut, wie ist das Prismen, kommt darauf an, wie es aufgebaut ist, ja? Okay?
Das macht den Unterschied und nicht, ob es ein Monokular ist oder ein Bicolar. So, aus. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Was hast du im Einsatz? Daumen nach oben, Daumen nach unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zu den Produkten unten. Dein Reini Osman vom Survival Shop Überlebenskunst. Bis bald. Ciao.